Servus, Burschen. Heute bauen wir unsere neue Salve in den Samurai ein. Ja, das fühlen wir ein bisschen. Schaut es euch an. Viel Spaß damit. So, schauen wir mal, was da drin ist. Fangen wir an. So, machen wir gleich einmal ein Massekabel für die Winden. Dann haben wir da unser Remote oder unsere Fernbedienung halt zum Aus- und Einlassen von der Winden. Dann haben wir da das Kabel für die Fernbedienung. Das Geile bei der Fernbedienung ist, entweder ich kann sie mit dem Kabel bedienen oder ich stecke es einfach ans Kabel an und dadurch wird sie dann aufklären. Dann kann ich sie wieder wireless nutzen. Dann haben wir da noch eine Gebrauchsanleitung. Da haben wir eine Schrauben zum Festmachen von der Winde, lassen wir jetzt einmal drin. Und da ist ein Bandel. Nehmen wir mal das runter. So, da kommt uns entgegen einmal der Windenauslass, wo dann das Seil durchgeführt wird. Und das Remote-Kastel, da kann man dann eben die Fernbedienung einstecken. Und da haben wir die Kabel, die zur Winde führen, und dann da ein Pluskabel für die Batterie. Und zu guter Letzt halt die Raw Winch.
So, die Winden haben wir jetzt eingebaut. Das hat alles gut geklappt. Jetzt werden wir unser Relais einbauen, die Kabel anhängen und dann einmal einen Praxistest durchführen.